Wer? Wer? Lauf doch, du beknacktes Huhn! Wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Ein Sturm, verdammt. Nirgendwo zu finden. Nirgendwo zu finden. Nicht mal ein weißer Wolf kann eine Ziege ersetzen. Prinzessin, lauf den Weidlern nicht davon. Hier gibt es Wölfe. Mein Zieglein, liebes, süßes Zieglein.
Können wir jetzt über Anna und Tamara reden? Weißt du, wo sie sein könnten? Blut! Wir brauchen Blut! Ein lebendiges Wesen! Gut, bin gleich zurück. Reicht das? Das Kind lebt, obwohl es tot ist. Schon vorbei? Das war's? Das war's. Mehr sagen die Geister nicht? Wohin sie gegangen sind? Wo sie jetzt sind? Du wolltest eine Weissagung. Das war sie. Sie sind fort. Das Kind ist geblieben. Wessen Kind? Na, Annas. Anna war schwanger? Ja, hatte eine Fehlgeburt. Das hat der Baron nicht erwähnt. Hatte vielleicht Angst? Schämte sich? Oder hat es vergessen? Oder wollte es vergessen? Hat Anna dir das erzählt? Kam sie her, nachdem das passiert ist? Nicht Anna. Die Omen haben es mir gesagt. Toll. Dann steht fest, dass es stimmt. Die Omen brauchen deinen Glauben nicht. Du brauchst die Omen, um die Wahrheit zu finden. Hat der Baron etwas mit der Fehlgeburt seiner Frau zu tun? Jähzornig ist er. Und er trinkt gern. Das macht ihn gewiss noch jähzorniger. Hat er seine Familie misshandelt? Anna kam zu dir. Du müsstest etwas bemerkt haben. Der Weideler ist alt und fast blind. Aber Prinzessin kam und leckte ihre Hand. Das heißt? Sie ist ein weißes Tier. Kommt nur zu denen, die leiden. Was ist mit dem Kind passiert? Es wurde vergraben ohne Zeremonie. Es ist erwacht. Nun wandelt es umher und sinnt auf Rache. Ein Fehlgeborener. Weiser, weißer Wolf, fang den Fehlgeborenen. Er wird helfen und den Wolf zu den Vermissten führen. Fehlgeborene saugen Schwangeren das Blut aus und fressen deren Föten. Sie helfen niemandem. Er ist verflucht. Hexer heben Flüche auf. Kann der weiße Wolf das nicht, soll er mir sein Blut bringen. Blut findet immer verwandtes Blut. Wozu brauchst du sein Blut? Blut, Blut, Blut. Bindet Menschen für immer. Die Lebenden und die Toten. Sicher. Aber was hast du damit vor? Manchmal reichen 100 Jahre nicht aus, damit Brüder sich versöhnen. Einer stirbt zu früh. Dann bringt der andere dessen Blut zum Weideler. Und was tut der Weideler? Zum Ahnenfest mischt er das Blut mit Milch, Kräutern und Hühnerfüßen. Er trinkt und versöhnt die Toten mit den Lebenden. Dieses Jahr gibt es kein Ahnenfest. Wir finden trotzdem eine Möglichkeit. Ich hörte mal von einem Hexer, der den Fluch eines Fehlgeborenen gebrochen hat.
Hab es selbst nie versucht. Ich weiß, dass man ihn unter der Schwelle begraben muss. Und ihm einen Namen geben. Ein Ruin ausführen. Das Namensritual? Das ist ein Elfenbrauch. Menschlich, elfisch, zwergisch. Geister gehören keiner Rasse an. Sie ehren ihre Bedeutung nicht. Gewinne die Gunst eines Geistes, so hilft er dir. Frage und er antwortet. Suche und er leitet dich. Höre ich recht? Du sagtest Ahnenfest? Das ist ein uralter Brauch. Ich hielt ihn für vergessen. Der Tod lauert hier in jedem Winkel. Jeder kann sterben, bevor seine irdischen Angelegenheiten geregelt sind. Dann braucht man Hilfe, um Frieden zu finden. Man braucht das Ahnenfest. Man muss die Seelen mit Metallkerzen durch die Dunkelheit führen, ihre Namen rufen, ihren Kummer stillen. Erst dann können sie in Frieden gehen. Auf jeden Fall muss ich zuerst den Fehlgeborenen finden. Such ihn um Mitternacht dort, wo das leere Grab liegt. Wenn es stimmt, was du sagst, muss der Baron wissen, wo das Grab ist.